Gut, kann ich das zweite Active Time Event noch sehen? Moment, dann gehe ich nur mal kurz. Moment, er hat gerade irgendwas mit einem Mori gesagt. Ich speichere mal kurz auch. Active Time Event. Ja, Vorahnung. Ich bin wieder da. Oh, willkommen zurück, Eiko. Na, wie gefällt dir das hübsche Trainer? Naja, so lala, würde ich mal sagen. Ich verstehe, daheim ist es wohl immer noch am schönsten, nicht wahr? Ja, stimmt, aber es tut mir schon mal gut, andere Leute zu treffen. Außer den Moris habe ich ja sonst keine Freunde, weißt du? Nur die Moris? Was ist denn mit deinem Volk? Ich meine, die, deren Haupt auch von einem Horn gekrönt sind. Gekrönt wird. Sind sie etwa alle... Ja, sind Eikos ganz alleine. Das tut mir leid. Also bist du die einzige noch lebende Esper. Warum interessieren dich eigentlich so sehr für das Horn von Eiko und die Bestie und oder die Esper? Nein, nein. Es ist nur meine von Neugier getriebener Wissensdurst. Verzeiht bitte. So lästige Frage rein, mein Kind. Schon gut. Übrigens stimmt es, dass du der Hauslehrer von Liddy warst? Ja, das ist wahr. Na, dann kannst du mir bestimmt verraten, wie ich auch so eine anmutige Prinzessin wie sie werden kann. Oh, die Prinzessin war aber als Kind auch so ein kleiner Wirbelwind wie du, musst du wissen. Das heißt dann, dass Eiko auch so anmutig wird, wenn ich groß bin? Ja, aber sicher doch. Spitze, außerdem hat Eiko ja schon Liddy auch sowas ganz Prinzessin-mäßiges bekommen. Etwas Prinzessin-mäßiges, sagst du? Ja, Eiko hat zu dem Sternsplitter, den sie hat, noch so einen von Liddy bekommen. Und Liddy hat auch zwei. Das ist doch nicht etwa die vier legendären Schatzkristalle. Schatzkristalle, genau, so hat Liddy sie auch genannt. Ich verstehe. Die Kristalle, die plötzlich aus dem gesamten Literatur verschwanden, wurden aufgeteilt und einer landete im Alexandria, einer im Clara, einer in Lindblum und der vierte gelangte über die Esper nach Madainsari. Warum bestand die Notwendigkeit, die Kristalle aufzuteilen und an verschiedenen Orten zu verwahren? Was geschah eigentlich damals vor 500 Jahren? Ui, das ist schon eine ganze Weile her, mein Freund. Und jetzt ist es mir schon wieder passiert. Tut mir leid, Eiko, aber wenn ich in Gedanken versinke, dann vergesse ich schnell alles um mich herum. Eiko? Mugu, sie ruft mich. Ich habe Mugu losziehen lassen, weil sie sich mit ein paar der Mogris hier treffen wollte. Aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas ist da ganz und gar nicht in Ordnung. Eiko muss sofort zum Mogu. Okay. Da draußen reizt irgendjemand sein Motorrad ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Hast du das? Ja. Speichern nochmal kurz. Aber vorsichtshalber. Ach komm. Scheiß auf die Karten. Ich überschreibe den Speicherstand jetzt. Ist doch Latte. So. Sind es halt weg, die zwei Karten. Dann bekomme ich bestimmt irgendwann wieder. Ich muss sowieso, bevor ich auf die nächste Chocobo-Schatzsuche gehe, muss ich sowieso die Karten mal ein bisschen aussortieren, weil ich von jeder Sorte nur eins habe. Tröd und wir schwenken darüber. Und da ist eine Matrose. Matrosin Ellen. Großherzog, bitte hier entlang. Sid, was macht der denn hier? Ich weiß, Sir. Aber es ist ein weiter Weg für so eine kleine Juckzirpe. Aber Herzog, so weinerlich redet doch kein Champion. What? Gut, dann wollen wir mal. Oh, der Champion ist eingetroffen. Oh, endlich gibt sie uns die Ehre. Moment. Matrosin Ellen, amtierende Champion, ist bereit, am Finale teilzunehmen.
Oh, wir warten schon, voller Unwohl auf euch. Bitte, bitte, so tretet doch ein. Gehen wir, Herzog? Papst, das ist eine fette Juckzirpe. Wie widerlich. Widerliche Juckzirpe. Kriech zurück in die Ritze, aus der du gekommen bist. Bum, 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 bum. Entschuldigung, aber diese Juckzirpe da ist meine. Etwa dein Haustier-Champion? Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Schon gut, das passiert mir nicht zum ersten Mal. Bin ich neugierig, also neuerdings also schon dein Haustier? Ich bin untröstlich, Herzog. Aber ihr seid im Moment nun mal eben eine Juckzirpe. Erinnere mich nicht ständig daran. Und überhaupt bin ich der Champion hier. What? Sid ist der Champion. Ich habe diese ganze Gezirpe langsam richtig satt. Na, der zirpt nicht ewig rum. Daher hat wohl Ellen wohl den Spitznamen Ellen, die Juckzirpen Dompteuren. Aber ich dachte immer, das käme von ihren seltenen Juckzirpenkarten. What? Finale Ellen Matrosen. Okay. Wir nehmen wieder unsere Beschwörungskarten mit. So, der ist weg, so ein Mist. Das nehmen wir noch mit. Ihn nehmen wir wieder mit und dann haben wir auch eben... Fuck, welche Karte habe ich denn jetzt nochmal gewonnen? Der hatte irgendeine coole Karte. Ihn nehmen wir noch mit, die so in ziemlich viele Richtungen ging. Was war das denn nochmal? Oh, wie kann ich das vergessen haben? Das war doch gerade erst. Ihn, genau. Ja. Treasure Master und Gegner fängt an. Zack. Juckt. What? Hier, frisst das. What? Wie viele Punkte hat das Vieh? Wow. Das ist krass. Ich hab nichts... Oh, fuck, ich hab nichts, was nach oben rechts eingreift. What the fuck is going on? So. Meins? Sein? What? Arschloch. Wie mache ich das jetzt am besten? Zack, meins, seins. What is going on? Und jetzt habe ich ein Problem. Du dahin? Moment, 2, 4. Unentschieden. Partie wiederholen. Okay, lieber Partie wiederholen, als komplett zu verlieren. So, ihr zwei. Du in jedem Fall. Und jetzt muss ich gucken, ich muss auch nach oben rechts angreifen können. Aber mit irgendwas Stärkeren. Mit ihm. Und dann nehmen wir auch ihn wieder mit. Ja. Ich fange an. Ach, das gefällt mir schon gar nicht, wenn ich anfangen muss. Du kommst erstmal da unten in die Ecke rein. Das fängt gut an. Okay, du kommst da hin. Okay. What? Du da hin? What? Okay. Mal sehen. Welche nehme ich denn? Ich nehme die. Ich guck zu im Kara. Ja. Das war cool. Reinkarnationsring erhalten? What? Ich hab's geschafft. Kommst du an, dass ich hinter dem Champion des Luftschiff wie Pilot aus Lindblom verbirgt? Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Matrosen Ellen aus Lindblom. Was redest du da? Ich bin der Champion, verzerrt normal. Ah, welche unerwartete Freude. Großherzog gibt's. Respektlos wie immer. Nun ja, übrigens, was machst du eigentlich hier? Hm? Einerseits wollte ich an dem Turnier teilnehmen, andererseits führt mich gerade ein Flugtest los. Ein Flugtest?
Sehr richtig. Der erste Testflug des neuen Luftschiffmodells der Hildegarde 2. Ist das dieses neue Modell, das auch ohne Nebel fliegt? Exakt, noch fliegt sie nur eine langsame Geschwindigkeit. Aber immerhin haben wir es bisher geschafft. Warum gerade jetzt ein Testflug? Im Augenblick mag es zwar so aussehen, als sei wieder Friede in unserer Welt eingekehrt, aber das muss ja nicht von Dauer sein. Aber warum denn so ein Sauerkönig Garnet wird's schon richten? Furchtbar! Was ist los? Echo, was liegt denn an? Eine Katastrophe. Ich habe es gerade von den heimischen Mogris hier erfahren. Was ist passiert? Alexandria! Oha. Was ist in Alexandria los? Auf das morgendliche Glück hoffend legten sich die Menschen in Zoru, um im Schlummer das Unglück von heute zu verdrängen. Sich nach einem glücklichen Traum zu sehnen und die qualvolle Wahrheit zu vergessen. Eine ruhige Nacht, wie immer. Die lange Festlichkeiten der Krönungszeremonie haben euch Bürger Alexandrias wohl ein wenig müde gemacht. Die traurige Wahrheit mit den Weinen der Freude weggespült und dann im Rausch auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Aber die Feier ist noch nicht zu Ende. Oh nein. Sie wird es jetzt beginnen? Seid bereit für das Fest, in dem die Flammen des Jubels Alexandria verschlingen werden. Komm her, Bahamut, und trage deine ehemalige Herrin dein eigenes komponierte Requiem vor. Oh je, that is not good. Hello, Bahamut. Und bitte machen Alexandria nicht als What Blood. Oh hä. Hups. Das ist nicht gesund. Aber auf gar keinen Fall. Schnell hierher. Ich habe Angst. That is not good. Königin Garnet. Was ist? Das ist Bahamut, oder? Beatrix, bitte ruft schnell alle zusammen. Jawohl. Errohrt, alle sind bereits versammelt und erwarten euren Befehl.